Folge Nummer 223. Wir haben gerade den Spielstand hier geladen und wie ihr seht, dadurch fährt das Schiff jetzt auch los. Er hat das irgendwie nicht registriert letztes Mal, dass wir den Plan geändert haben. So, was haben wir denn jetzt so zu tun? Das ist die Frage, ne? Wir sind jetzt hier mit diesem Objekt, glaube ich, dann fertig, dem Betonwerk, oder? Zement holt er da gerade unten, Sand und Steine haben wir auch erledigt. Das heißt, die fertigen Brocken müssen nachher zum Baustofflager gebracht werden. Das ist nur die Frage, wie wir das abholen. Aber ich glaube, hatte ich das letzte Mal schon gesagt, ich weiß nicht, das ist ja Stückgut, ne? Baustofflager hier, ne? Betonpaletten, Stückgut. Also, da kommen die Stückgut, die Betonstücke da drauf. L-Bausteine und sowas, keine Ahnung. Und irgendwelche Röhren sind auch auf Paletten wahrscheinlich. Und ja, weiß ich nicht, was hier noch so alles liegt. Sieht schon ganz interessant aus. Gut, aber das ist dann soweit erstmal fertig. Und da können wir dann nachher reingucken, oder? Also wir gehen nochmal dahin, denke ich mal. Ist doch eine gute Idee, jetzt hier nochmal das Baustofflager dann aufzurufen. Da. Und das schließen. Und wir haben dann Betonfertigteile, die hier ankommen. Wir haben Farben, wir haben Bretter und der Zement kommt ja sowieso schon. Dann ist das schon mal vollkommen ausgebaut. So, und dann, was war denn mit der Maschinenfabrik? Haushaltsgeräte haben wir auch gemacht. Irgendwo ist hier der Laden. Ist es das da? Ja, Geräte und Haushaltsartikel funktioniert auch. So, jetzt müssten wir mal schauen, die ganzen Industrien durchzugehen eigentlich, wo noch was offen ist oder sowas. Aber wir können auch erstmal gerade hier schauen, wie die Städte hier gerade gewachsen sind. Die ist hier gewachsen und ich glaube, das ist auch gut so. Wie sieht's hier in Hardexen aus? Alles noch abgedeckt? Ja, alles abgedeckt. Gut, hier wird nicht weitergehen wegen der Straße, wegen der Eisenbahn. Jetzt müssten wir mal gerade nach Riedenburg gehen und da gucken. Riedenburg hat hier wunderbare, keine Ahnung, Teststrecken gemacht und ist aber vollkommen fertig. Hier unten wächst leider nichts. Da sind zwar zwei Bushaltestellen, aber niemand möchte da wohnen, weil das Stadtwachstum da nicht anfängt. So, dann sind wir hier auch schon durch. Das bedeutet, wir gehen nach Waldeck. Das sieht richtig groß aus in Waldeck jetzt. Flächenmäßig ist es ziemlich groß. Hier oben war auch nichts, ne? Genau, Floto ist abgedeckt. Ist abgedeckt, überall ist Floto abgedeckt. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir nach Sonderhausen, das da unten irgendwo ist. Ist alles abgedeckt da. Hier ist auch alles abgedeckt. Dann gehen wir nach Lauter. Floto Waldhafen ist überfüllt, okay. Ah, hier müssen wir was machen. Hier unten ist zwar eine Straße ganz weit schon gebaut, aber keine Häuser da. Hier ist alles im grünen Bereich. Gut, dann müssen wir hier nur eine Bushaltestelle bauen, die hier ist. Dafür machen wir eine Straße erstmal. So, 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, hier kommt die hin. Und die ist da über Eck gemacht, ne? Ja, gute Frage, wie wir es dann hier regeln. Aber ich denke mal, wir machen es so. Ja, wir brauchen diese zwei Flecken so wahrscheinlich dann erstmal, ne? Und schauen dann, dass wir erstmal ne, das machen wir dahin. Ah, man sieht, da ist dann ein Fleck offen. Das heißt, die Stelle muss eigentlich dahin. Gut. Das bedeutet nochmal eine Straße, hier so. Und dann das dahin. Und das geht dann nicht. Haben wir schlecht gebaut. Ach komm, dann können wir es auch so machen. Und machen den Postkasten daneben hin. Nämlich dahin. Dann gibt es hier noch eine Reihe dazu und alles ist gut. Gut, dann müssen wir aber Linie ändern. Und dafür müssen wir mal gucken, wer hier so durch die Gegend fährt. Da unten ist jemand. Lauter West wäre dann gut so.
Ein lauter West ist bestimmt aber so, dass es, ne? Was hat man denn da? Er fährt immer nach. Wo fährt er hin? Zur Sonnenwendgasse? Ja. Ja, ich glaube, er hat schon genug Bushaltestellen, also müssten wir da jetzt was Neues basteln, ne? Müssen wir eine neue Linie machen? Das ist die Frage, wie man es aufteilt. Was haben wir? Ja, Ost haben wir ja auch noch. Das ist ja auch noch hier. Da fährt bestimmt der da gerade lang, ne? Ja. Oh, der hat nicht so viele, ne? Montessori Realschule ist da. Warte mal, müssen wir mal gerade hier so gucken. Was sind das für eine Linie? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Lauter Rathaus Bahnhof, okay. Lauter Rathaus Bahnhof, das ist diese Linie. Dann würde ich jetzt überlegen, mach den mal runter hier, dem was wegzunehmen. Oder ist da, warte mal, da fährt auch noch einer. Ja, dann müssen wir den Bus gerade hier nehmen, wenn er da ist. Das ist ja wahrscheinlich noch ein anderer Bus, ne? Das ist lauter Ost, oder? Ne, Süd. Lauter Süd ist das. Und der Fahrplan von lauter Süd sieht wie vor. Oh, der sieht noch weniger vor. Linienverkehr, gut. Der hat nur ein Ziel. Lauter am Torhaus. Das ist hier. Ja, dann muss man die Moosgasse dem doch da noch aufdrücken, oder wie sehe ich das? Haben wir denn dann auch noch Lauter Nord oder so? Südwest und Ost. Ost gibt's auch noch. West und Ost ist schon reichlich. Und Süd hat nix, außer einen. Tja, weiß ich auch nicht, was wir da jetzt machen. Lauter Bahngasse ist das. Wäre eigentlich West, ne? Komm, dann machen wir das so, dass wir nochmal hier. Lauter Süd. Fährt Kindergarten an und am Torhaus. Und fährt auch noch die Montessori Realschule an. Dann würde ich mal die Linie hier ändern wollen. Einfügen. Das. Kindergarten. Nochmal einfügen. Warte mal, das heißt Torhaus. Im Prinzip ist es ja total egal, wo der hinfährt, oder? Kindergarten. Jetzt fährt er zweimal Kindergarten. Dann kannst du den löschen, der war falsch. Einfügen. So, jetzt ist richtig. Und dann spielt es auch gar keine Rolle. Kannst du auch hinzufügen machen, dass er hier hinfährt und dann da hinfährt. Eigentlich ist es ja, weil er immer wieder hin und her fährt, ist es eigentlich auch egal, wo wer. Das ist jetzt nur eine Namensgebung und der Rest ist eigentlich egal, wie er fährt. Gut, dann haben wir den auch angeschlossen, alles ist gut. So, dann sind wir hier fertig in der Vierstädter-Ecke. Jetzt gehen wir nach hier hin. Hier ist schon alles gut. Hier ist alles abgedeckt. Hier auch, hier auch, hier auch. Dieses ist super. Das passt noch. Gehen wir hoch nach Rudolfzell, ist alles abgedeckt. Riesengroß Rudolfzell, hier ist auch noch alles abgedeckt. Bis zur Mühle sind wir schon hoch, hier ist noch abgedeckt. Es ist hier alles abgedeckt. Und dann haben wir noch Altenau. Ne, Adenau, oder? Adenau. Hier haben wir noch eine Siegessäule. Abgedeckt. Hier ist abgedeckt, abgedeckt. Alles ist abgedeckt. Gut, läuft. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in der Industrieliste. Gehen zum Bauernhof.
öffnen den mal und alles ist angeschlossen. Marktplatz, Bäckerei und Markt kriegen Waren von hier. Sieht gut aus. Viel Milch und Eier. Das ist der Marktplatz, den haben wir hier oben. Gibt es denn da Geflügel? Ja, bei dem müssten wir mal nochmal reingucken. Hier läuft ja einiges nicht, ne? Was ist denn hier jetzt gerade was angekommen? Ist das Geflügel vielleicht? Alle anderen Sachen sind noch gar nicht da, ne? Ja, aber alles angeschlossen. Sieht auf jeden Fall so aus. Die Bäckerei bringt Backwaren. Geflügelhof bringt Geflügel und Eier. Brauerei bringt das Bier. Importeur hat die Bananen, Südfrüchte gehabt. Da sind sie. Also Backwaren, Bier, Eier, Südfrüchte haben wir. Die Milch kommt wohl vom Bauernhof. Die Textilien haben wir hier noch offen. Und Obst. Ist der Bauernhof auch gleichzeitig Obstlieferant? Nee, ne? Der macht aber die Milch. Obst und Textil empfehlen uns da. Der importiert aber nicht jetzt noch Obst, ne? Ne, Südfrüchte und Mandeln hat er. Okay, Mandeln sind auch da. Das Obst fehlt uns noch. Einen Obsthof brauchen wir noch. Genauso wie die Textiliengeschichte. Ich glaube, der Obsthof ist eigentlich vielleicht einfacher zu gestalten. Den müssen wir dann auch noch kriegen, ne? Ja, gut, dann, jetzt bin ich lost in space oder so. Der Bauernhof, den hatte ich ausgewählt. Und vom Bauernhof war ich dann zum Marktplatz gekommen, ne? So, dann sind wir hier. Und dann müssen wir hier jetzt schauen, dass wir hier umswitchen. Editor, Industrie und irgendwas mit Obst. Obstbauer. Und da ist noch ein Obstbauer. Ist also rein theoretisch egal. Wenn mir der von der Optik her besser gefällt. Ich nehme den. Der darf Mittelgebirge und Alpenvorland. Wir machen aber hier wieder alle Klimazonen. Ich muss gerade noch mein Menü aufrufen für, Zufallszahlen. Und dann schaue ich mal, dass ich das schnell finde. Da ist es schon. 512 ist die 366. Und das zweite, die zweite Zufallszahl ist 125, 366, 125. So, jetzt sind wir hier. 512, warte mal, ne, 366. 512, das wird hier irgendwo liegen. Wenn wir Glück haben, liegt das hier. Jetzt ist leider hier ein Menü im Weg von mir. So, jetzt ist es weg. Liegt im Wasser, leider. 366 wäre noch in die Richtung. Gibt es hier aber leider auch nichts für, ne? 372. Ja, liegt leider im Wasser. Bedeutet neu würfeln. 267 haben wir jetzt. Und 307. So, 267 wird dann ungefähr mittig sein, ne? Und 307 wird dann hier irgendwo sein, oder? Ja. Was hatten wir? 267. Und dann noch 307. Oh nee, ne? Ist leider hier so eine Bucht. Okay, zwei neue Zufallszahlen. 107. Und 4. Das hier oben irgendwo dann, wa? 107 und 4.
107 und 4 ist da. Ja, dann kommt da der Obstbau rein. Ne? Können wir schließen. Meine Maus zappelt gerade so. Können wir schließen. Und wechseln wir auf unseren User wieder. Und dann können wir hier eine Straße bauen, denke ich mal. Und wir liefern das hier hin. Macht Sinn, oder? Straße da. 100. Kreuzung ist hier. Bis dahin, darüber. Ah, komm, einen weiter machen wir schon. Und dann haben wir das. Das kann weg. Das kann für heute auch weg. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Das ist auch weg. Und wir brauchen Platz zum Abholen. Da. So, das haben wir. Und jetzt muss der Obstbauer noch dahin fahren. Brauchen wir einen LKW mit Obst. Wahrscheinlich ein Kühl-LKW, ne? Weiß ich nicht, müssen wir schauen. Einmal bitte Obst. Da. Der kann 13 Paletten, der 12 und der 13. Der fährt 80, der auch. Der ist ein Cent billiger. Ich denke mal, wir machen das mit dem jetzt hier, oder? Kriegt dann noch einen Fahrplan. Von da nach da. Adexen Stahlwerk, Obstbauer kriegt 100%. Und das ist eine neue Linie. LKW Obsthof. Schuss. Und starten. So, jetzt müssen wir gucken, wer hier was abholt. Connections. Waren, die hier angeliefert werden, sind Eisen, Kohle und Schrott. Zum Markt ist natürlich ganz woanders. Paletten-Stück gut geladen, das funktioniert nicht. Hat viele Abnehmer, wie wir gerade sehen, Verbraucher. Ja, da müssen wir noch viel tun. Ach, Weizen tut er auch produzieren, der Hof. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, er macht nur Obst. Ja, müssen wir erstmal gucken, dass wir da die Paletten wegkriegen dann, ne? Wo bringen wir das hin, ist die Frage dann. Mit dem Zug fahren wir Paletten wohin? Hier? Der kann doch auch Paletten abholen, ne? Oder? Stopp, das ist schon. Was hat er denn geladen? Maschinenbau. Maschinenfabrik, Güterzuglok, Stahl geladen, okay. Hier bringt es uns aber auch nicht wirklich weiter, oder? Aber warte, wir können ja auf die Connections hier mal gehen, ne, oder? Betonfertigteile, Zement bedeutet auch Stückgut. Dann findet das vielleicht von da aus seinen Weg. Gut, das bedeutet, wir machen hier oben den Zug bereit. Bevor wir den Zug bereit machen, überlegen wir uns gerade, dass wir jetzt mal elektrifizieren, dieses Stück. Wo ist der Strom für die Schienen? Oberleitung, passt.
Aber das ist soweit gut, ne? Hier gibt es schon Strom oder ist es gerade aus Versehen gekommen? Wahrscheinlich ist es gerade aus Versehen gekommen, ne? So ist da auch Strom. Bis dahin und oh, bis dahin. Und bis dahin. Und da. Dann machen wir bis dahin. Fertig. Dann ist der mit Strom elektrifiziert. Sollte funktionieren. Dann sind wir da schon ein Stück weiter. Wir müssen irgendwann auch Züge austauschen. So, das ist schon mal gut. Ah, nee, ich wollte nicht speichern. Ich wollte das. Was ist denn das hier? Ein Bahndepot. Das sieht ganz anders aus. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Nicht schlimm. Jetzt wollen wir noch einen Zug da drauf setzen. Ne? Dann müssen wir da hin. Elektrotraktion. Ne, Loks. Elektrische. Wir wollten da Obst nehmen. Das da. Also Zug ist ja, Dingens ist ja egal, ne? Was haben wir jetzt hier für eine? 5,52. Die ist teuer, ne? 2,62, die ist schon günstig, ne? Ja. .248, aber die müssen wir jetzt nicht nehmen, ne? Also ich glaube schon, dass ich da oben die rote nehmen werde. Und dann Waggons und die brauchen wir für Obst. 25 Paletten, 54, 20, 23, 31, 9. Ja, hier ist er. So reicht's, ne? Jetzt kriegt er noch einen Fahrplan. In der Hoffnung, dass es auch alles so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja, wir sollten vielleicht nochmal hier überlegen, noch einen Zug mehr Gleis da reinzuziehen, ne? Na, warte mal, das machen wir auch erst. Das hat anders nämlich wahrscheinlich gar keinen Sinn. Machen wir so. Machen wir so. Und wo sind die Bahnsteige? Hier. Was ist denn das für einer? Güterbahnsteig klein. Fracht. Ist das hier? Bahnhof mit Silo, okay. Ist das überdacht oder was ist das? Sieht so aus, ne? Ein Schuppen, Lokschuppen daneben. Ja, das ist ja cool. Das sieht ja richtig cool aus, oder? 3, 4, 5 passt. So. Er muss jetzt hier hin und soll dahin. Hardexen Stahlwerk soll er 100% laden. Das ist eine neue Linie. Güterzug, Obst. Güterzug, Obst, oder? Fertig. Ist eine neue Linie. Haben wir jetzt Obst da drin, oder hat das ist fehlgeschlagen gerade? Güterzug, Obst ist, glaube ich, fehlgeschlagen. Na, super. Güterzug, Obst. Zack. Schließen. Starten. Schließen. Linienmenü nochmal aufrufen und die wir da alle wieder geschlacht haben. Hier 114. Kannst du löschen. Nochmal reingucken in Güterzug Obst.
dass das auch alles richtig ist. Okay. Da ist er. Hat dieses Merkmal da, ne? Hat das 100%? Ja, hat es. Dann können wir den noch gerade gucken, wo der lang fährt. Da ist er. Dann schließen wir das. Und er findet dann seinen Weg. Und warte mal, das Verfolgen können wir gerade ausmachen, weil der ja sowieso Gegenverkehr hat. Weil ich würde jetzt auch gerade gucken, ob der LKW fährt. Eigentlich müsste er ja fahren, ne? Ja, er ist gefahren, aber er wird hier blockiert. Oder? Ja. Ne, der steht dann noch und wird nicht blockiert. Es läuft noch nicht so weit. Aber das mit dem Blockieren, das ist schon hier so richtig erkannt. Da können wir nämlich gleich schon die nächste Straße für machen. Das. Das. Oh ne, das ist ja 100 km/h. Können wir auch 100 km/h machen. Und das. So. Und eine Bucht dahin. Und den Wegweiser dahin. Passt. Und da schon zwei hintereinander stehen, bedeutet das auch, dass er beim nächsten Mal der dritte dann da auch stehen wird. Also noch eine Bucht mehr. Passt. So, der ist da. Kann beladen werden. Aber hier wird noch nichts gemacht. Weil das Obst nicht weiter transportiert wird zum Marktplatz. So, das ist jetzt hier. Das Zement läuft da überall lang. Jetzt ist die Frage, wie war, wo der überall hinfährt, ne? Ich glaube, wir machen erstmal den Marktplatz, damit der hier unten längens kriegt, sag schon. Wo ist denn das? Hier. Der muss erstmal eine Anbindung haben, wo es Paletten gibt, die dahin fahren, oder? So, wo ist er? Hier ist er. Connections. Ah, Obst hat er auch. Connections steht hier. Obst kann hier angeliefert werden. Bier und Geflügel. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir erstmal den hier anliefern lassen. Eier, Mehl und Zucker. Ich probiere das erstmal mit dem LKW, dass der da einer rüberfährt. Da müssen wir nach da unten, um eine Linie aufzubauen. LKW. Hier steht sogar noch so einer drinnen, ne? Machen wir hier gerade Obst raus. Na, das war falsch. Ich dachte, ich könnte mal das O drücken, um dann hier auszuwählen, aber dem war nicht so. Da ist das Obst. Ja, wenn wir da schon einen stehen haben, dann nehmen wir den, aber hier würde ich dem noch einen Anhänger anbinden. Und dann Fahrplan. Nach da oben. Von da nach da. Und LKW Backfahren ist da schon, steht da. Dann fahren da ja schon Paletten hin. Dann brauchen wir da keine Linie, ne? Okay. Dann die Backbahnen werden da ja schon hingebracht. Das heißt, das Obst muss woanders herkommen. Wir haben hier oben Zug, der bis hierhin fährt. Die LKWs können ja auch Paletten transportieren. Das heißt, dieser Zug, der muss... Was bringt der hier durch die Gegend? Das Tierfutter, ne? Ja. Das bedeutet, hier muss nicht nur Tierfutter transportiert werden, sondern hier muss auch Paletten transportiert werden.
Und die kommen von hier wahrscheinlich, ne? Gerste und Weizen. Hier fehlt es aber an Obst. Gucken wir weiter. Hier ist auch nichts mit Paletten. Wird hier mit Paletten transportiert? Ja, Plastik. Das heißt, wir machen einen Zug von hier nach da hinten. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder auch 7. Fahrplan ist da unten. Wir müssen ein bisschen nach da noch, ne? Von hier. Zum Geflügelhof. Das müsste eigentlich die Verbindung sein, die dann reicht, oder? Und neue Linie. Güterzug, Obst. Okay, Obst schreibt man anders. Was war das da? Chemiewerk? Nee, keine Ahnung. Raffinerie. Geflügelhof. Habe ich das Raffinerie richtig geschrieben? Ich glaube ja, ne? Und neue Linie. Und habe ich das jetzt falsch wieder gemacht, ne? Eher wieder da drauf geklickt, hatte ich vorher schon drauf geklickt, oder? Güterzug. Obst. Hat aber nicht angenommen, wie wir sehen. Habe ich das? Ah, ja. Geflügelhof. Enter, Enter. Hier müsste er 100% laden, aber lassen wir erstmal so. Starten den. Und wir haben keinen Strom da. Ja, dann machen wir das gerade noch schnell. Dann geht's hier auch weiter. Da auch noch. Oh ja, können wir ein bisschen so ziehen dann, ne? Gucken wir weiter. Ah, war schon bis hier. Super. Passt auch. Passt auch. Und bis dahin. Und bis dahin. Dann nehmen wir das Mittelgleis gerade auch noch mit. So, jetzt müssen wir aber noch weitermachen, bis er hier hingekommen ist, ne? Naja, warte mal, können wir so machen. Ich glaube, so ist gut, oder? Das war bis dahin. Das ist bis da. Und wenn wir schon hier sind, dann zack, einmal bis da rein. Oh, geht nur bis da, oder was? Passt. Ja. Das ist schon alles elektrifiziert. Das bedeutet,
Weiß gar nicht, ob der jetzt schon losgefahren ist. Mal gucken, wo er hier ist. Ob er hier ist. Da oben fährt er, oder? Ne. Da ist er. Starten. Da ist er. Sehr schön. So, den verfolgen wir mal schnell. Beziehungsweise wir folgen den noch nicht. Wir gehen jetzt gerade zum Obstbauern und gucken, ob der Obstbauer jetzt schon liefert. Der ist nicht da. Da fährt er. Also gibt es einen Weg dahin, über diesen Weg. Sehr schön. Und dann müsste der ja auch irgendwann beladen sein. Den Weg von hier bis da gibt es und von diesem Ziel geht es nach da unten auch. Und schon sind wieder irgendwelche Züge mehr ausgelastet, weil sie das auch noch transportieren können. Das ist doch super, oder? Gut. Die Frage, wie lange dauert es, bis dieser Zug voll ist? Weil der weit fahren muss der ja nicht, ne? 13 Paletten ist ein bisschen wenig, ne? Schwierig. Bis der das geschafft hat, ne? Ich glaube, ein zweiter LKW wird da vielleicht noch Wunder tun, oder? Den und wir hängen da auch noch einen dran, ne? Und was war das? LKW Obst. Wo ist er denn, der LKW Obst? Obsthof, okay. Also was? Machen wir eine Kopie und starte die beiden. Und wenn er zurückfährt, kann er erstmal zum Depot fahren, sich noch einen Anhänger holen. Zack. Und da ist er. Und du kriegst noch einen Anhänger dabei und darfst dann nochmal fahren. Hast ja schon gute Dienste geleistet, ne? Weil die transportieren jetzt das da ein bisschen schneller hin, ne? Das sind wahrscheinlich 75 Paletten sind das, das heißt, da geht was. Müssen wir schauen. Machen wir gerade schneller, bis der Zug dann da weg war. Das war der falsche Zug. Ich dachte schon, meiner wäre das jetzt. Irgendwann fährt er dann auch. Oh. Kommt der Hof nicht mehr nach? Okay. Der Bauernhof hat nicht genug Obst. Und der Zug ist fast voll. Naja, nicht fast, aber über 100 müssen wir hin. Einer fährt schon wieder. Das dauert natürlich. Noch zwei Ladungen, dann fährt er. Eine, ah, da ist er schon unterwegs. Verfolgen wir den nach da. Okay, der steht da im Stau. Und fährt der Kohle, jetzt fährt der Kohle und er fährt schon wieder zurück. Gut. Das bedeutet, das ist erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, wer nimmt das mit. Hier sind die Obstpaletten. Also der ist jetzt erstmal egal. 324, da kommt jetzt gerade ein Kohlezug. Kommt keiner, der es mitnimmt zurzeit. Da kommt jetzt wieder ein Kohlezug. Noch ein Kohlezug. So, der hat jetzt was mitgenommen. Der hat das Obst dabei. Verfolgen wir das Obst. Wo fährt er damit hin? Okay, er fährt bis dahin. Oder? Farben und Zement hat er. Gut, dann brauche ich das nicht. Jetzt ist hier die Frage, wer nimmt es da mit? Das Obst liegt jetzt da.
Da hat einer Obst geholt. Aha, der hier macht das. Der hat 93 Paletten Obst dabei jetzt. Wo bringt er das hin? Wahrscheinlich bis zur Raffinerie. Er ist auf jeden Fall dabei. Ah, der fährt bis zur Raffinerie auf jeden Fall. Das Obst ist jetzt weg. Das Obst liegt jetzt hier, oder wie sehe ich das? Ja. Der eine Zug ist aber leider nicht... Der fährt permanent und ständig, kann das sein? Und da gibt es hier irgendwie einen Rückstau. Der wartet auf freie Strecke, das ist nicht gut. Das bedeutet, wir müssen gerade mal schnell noch Gleise bauen. Oberleitung und Signale. So ist richtig und so ist richtig. Jetzt sollte da der auf jeden Fall weiterfahren und nichts blockieren, oder? Würde ich mal sagen. Sie müsste fahren, ne? Ja, macht er auch. Ich hoffe, der ist da nicht zu lang. Aber ich glaube, da kommt er schon hin, oder? Wo ist denn der jetzt? Ah, der fährt trotzdem nicht. Aber warum fährt er jetzt nicht? Der wartet noch auf freie Strecke. Wer kommt denn da jetzt noch? Der war das. Jetzt muss er aber Zeit haben, oder? Immer noch nicht. Ah. Da passt was dann nicht. Gut. Was machen wir dann? Weiter ausbauen. Machen wir erstmal so. Dann gibt es hier ein Signal. Und da ein Signal. Und dann gibt es noch Oberleitung. Und dann gibt es da noch ein Signal. Und da noch ein Signal. Und jetzt muss das funktionieren, oder? Der wartet jetzt immer noch auf freie Strecke. Steckt fest. Ja, das sind die nächsten dann da. Was hat er denn jetzt hier für ein Problem? Sollte das aber fluppen, oder? Nimm den nochmal auf. Der steckt ja jetzt sowieso nicht mehr fest. Und jetzt mach den mal... Ah. Karte verdreht. Schneller. Doch, war schon gut. Also der hatte da jetzt passend. Hat natürlich nichts geladen, aber er fährt bis dahin. Stopp mal. Kurz überlegen, ob das hier 5 sind. Nein, sind es nicht. Wir müssen den Bahnhof verlängern. Wo ist es? Da ist es. 5 passt jetzt. Und schneller. Da ist er vorbeigekommen. Da wird er auch vorbeikommen, alles klar. Da müsste ja jetzt was angekommen sein, oder? 186, passt. Jetzt steht er wieder da, ne? Und wartet auf freie Strecke. Irgendwas passt da nicht, weil der Bahnhof da ist, kann das sein?
Ach, der reserviert das ganze Stück, das ist das Problem. Ja, der hat hier einen Auswahlpunkt und dann fährt er da nicht hin. Fahrplan. Einfügen. Den. Und hinzufügen den. Und doof gelaufen, weil ich jetzt den Zug habe und nicht die Strecke. Sonst shit aber auch. Stopp. Fahrplan. Das muss der wieder sein. Fehler sofort erkannt zum Glück. Der muss es sein. Fahr da wieder hin. Oder fahr da hin, ist egal, vielleicht kriegst du ja noch ein bisschen Obst mit dann. Fahr da hin. Aber verfolgen machen wir jetzt geradeaus, weil wir diese Strecke hier neu ändern müssen. So hinzufügen wäre das, glaube. Und ist da einfügen? Ich glaube, es ist da einfügen, ne? Ja, so müsste es eigentlich funktionieren. Es war jetzt andersrum, aber ich glaube, spielt keine Rolle. So, jetzt auf ein neues. Er hat auch jetzt volle Ladung gekriegt. Das ist ja auch schön. Jetzt fährt er da auch durch. Hat das auch geschafft. Da wartet auf den Gegenverkehr, der da auch kommt. Liefert aus. Super. Nimmt nichts mit. Schlecht. Da wartet auf den Gegenverkehr. Und ja, da ist er jetzt falsch durch den Bahnhof durchgefahren in dem Sinne, aber eigentlich ist alles gut. Und der ist schon wieder, nee, ist nicht vollgeladen, aber das lassen wir so laufen. Obwohl, vielleicht sollten wir das auch noch ändern. Ich weiß nicht, da steht zurzeit kein Zug da im Bahnhof, ne? Vielleicht machen wir da doch erst 100%. Gucken, was da passiert, ob das geht oder nicht geht. Gut, aber wir sind schon weit über der Zeit wieder. 47 Minuten sogar. Krass, wären schon fast 2 Folgen gewesen. Lassen wir jetzt so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare ganz herzlich willkommen und genauso gut das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen alle wieder mit, wie toll Simotrans doch ist, ne? Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.